Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Was habe ich denn hier schon wieder ausgegraben für euch? Ich habe wieder gebuddelt. Ich habe gebuddelt für euch. Und ich habe es gefunden. Ich habe ein wunderschönes Video für euch rausgesucht. Lea mit Parfüm. Sagt ihr Parfüm? Sagt ihr Parfum? Oder sagt ihr Parfum? Schreibt es mal in die Kommentare jetzt rein. Ich bin sehr interessiert. Ich sag Parfüm, aber manchmal auch Parfum. Parfum. Eau de Toilette. Ich sag aber eigentlich immer Parfüm. Gut. Und sehr, sehr wichtig, Freunde. Heute, beziehungsweise gestern. Gestern ist von Montes Auf und Ab in der Piano-Version rausgekommen. Das Video war für 5 Stunden gesperrt oder so. Aber dann haben Montes und Ace halt sich darum gekümmert. Ist wieder online. Das heißt, falls es gestern gesperrt war und ihr es nicht gucken konntet, jetzt könnt ihr es sehen. Auf meinem Kanal, in der Abo-Box drunter. Scrollen, blibablub. Könnt ihr jetzt gucken. Ist online, falls ihr es verpasst haben solltet. Jetzt aber erst einmal Lea mit Parfüm. Viele haben sich gewünscht, dass ich noch ein paar ältere Sachen von Lea mir reinziehen soll, die ich noch nicht gehört habe, vom neuen Album. Parfüm ist eins davon. Ich habe den Track mit Casper leider in Anführungsstrichen schon gehört. Deswegen haben wir jetzt hier Parfüm. Schreibt mir gerne rein, was für Songs ich noch von anderen Leuten abchecken soll. Müssen gar nicht tagesaktuell sein. Ich mag es einfach gerade unfassbar gerne mit euch, neue Songs reinzuschnuppern und zu entdecken. Und deswegen, ja, lasst mich gerne wissen. Ansonsten würde ich sagen, packen wir das Fernglas aus und gucken, was Lea hier so für uns parat hat. Und hören rein. Let's go. Also, erst einmal haben wir hier ein Poster. Wir haben hier ein riesiges Poster. So, das ist typisches Türposter. Ein TP ist das, Türposter. Typisches Türposter, ja. Du hast was Magisches an dir, was keiner sieht. Oh. Ein Zauber, der dich jederzeit umgibt. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an. Wie krass ist denn ihre Stimme, bitte? Und wie unterschiedlich kann sie denn klingen? Krass. Alles niemandem, das wie dich gibt. Du hast was Magisches an mir, was keiner sieht. Oh mein Gott, wir haben 80s, 90s Vibes im Beat. Was ist denn hier los? Okay. Auf einmal so ein bisschen Modern Talking Vibes auch. Du hast was Magisches an mir, was keiner sieht. Ein Zauber, der dich jederzeit umgeht. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich. Sie sagt Parfum, wie ein Parfum, okay. Sie sagt Parfum, okay, okay, okay. Ich muss ganz kurz das Video appreciaten. Ich liebe diese Szenerie. Sie sieht echt aus wie so eine Königin oder so. Oder wie so eine, I don't know, magische Gestalt. Hier sieht irgendwie wie eine Kirche aus. Und unten ist aber so ein Waldboden. Sieht echt wunderschön aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Wenn ich jederzeit umgehe, wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich geht. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. Das ist auch voll die schöne Metapher irgendwie zu sagen, ey, du bist so wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. So ein Geruch, den man kennt, der präsent ist, der was in einem auslöst, aber du kriegst diesen Geruch nur von dieser einen Person quasi, aber nirgendwo anders kannst du dieses Parfum kaufen. Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich geht. Zwischen Neugier und Angst. Holy shit, Mann. Ihre Stimme ist so unique einfach. Nimmst du meine Hand und ich fall in die Nacht. War noch nie so hellwach. Wie ein Tourist, weil alles anders ist, auch wenn ich mich verlaufe. Ich will nie mehr nach Hause. Ich finde, das passt auf diesem Beat. Ey, krass, sie hat auch Kontaktlinsen gerade drin. Also man muss auch natürlich auch das Optische hier appreciaten, wie viel Make-up, Hairstyling, Kostüme und Stuff hier an Arbeit reingeflossen ist. Das war kein grammatikalisch korrekter Satz, I'm sorry. Aber es ist einfach insane, Wie das zusammenspielt, weil ich finde dieser neumodischen Anführungsstrichen Beat, weil das jetzt ja gerade auch wieder ein bisschen zurückkommt, diese 80er, 90er Beats, Vibes, passen hier unfassbar gut drauf. Hättest du mir das bloß nie gezeigt? Ich es weiß, kann ich nicht mehr zurück. Ich will nie wieder alleine sein. Ey, dieses Gebrochene gerade bei alleine sein, wie sie nochmal so hoch geht mit der Stimme. Krass. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Wow. Nimm mich mit. Du hast was Magisches an mir, was keiner sieht. Ein Zauber, der dich jederzeit umgeht. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich geht. Ich mag das sehr gerne, Mann. Ich mag das sehr gerne. Das ist irgendwie für mich, das ist so eine krasse
Entwicklung, weil ich Lea durch 110 und so, durch diese Feature-Songs mit den Deutschrappern kennengelernt habe und jetzt aber immer mehr eigentlich sehe, was für ein krasses Talent in ihr so auch in den Solo-Tracks steckt und dass diese bei diesen Feature-Tracks nur diese Oberfläche angekratzt worden ist von ihr. Du hast was Magisches an mir, was kein Aussie. Ein Zauber, der dich jederzeit umgeht. Wie einfach war, dass man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich gibt. Wie viel Emotion da auch drinsteckt, man hört es in ihrer Stimme. Hab nur Augen für dich. Ein Strom reißt mich mit, ich will alles verlieren. Ich glaube, diese ruhigeren, langsameren Parts fühle ich nicht so sehr, weil ich allgemein, ich mag schnelle Musik, ich mag es, wenn es knallt, wenn es ein bisschen lauter wird, ein bisschen poppiger ist vielleicht. Und ich mag diese langsamen Cooldown-Moments nicht so gerne. Was ist mit mir passiert? Ich löse mich auf in deiner Arm. Komm mir nochmal nah, bis ich nichts mehr spüre. Außer Glücksgefühl. Also ich weiß, natürlich sind diese Momente wichtig, so wenn es ein bisschen ruhiger wird, damit es eben wieder nach oben gehen kann. Aber ist halt nicht so das, was ich dann hier fühle. Aber ich glaube, man hätte den Song nicht... Der Song muss so sein, wie er ist, einfach so. Seit ich es weiß, kann ich nicht mehr zurück. Ich will nie wieder allein. Ich finde auch schön, dass wir diese Tänzer haben, die so das irgendwie ausdrücken. Weil Ausdruckstanz, finde ich, ist eine Kunstform, die so unterschätzt wird in einem Musikvideo. Also ganz krass auch BTS Black Swan... zum Beispiel, da war ein unfassbar schönes Ausdruckstanzvideo, was ich immer noch liebe zu sehen. Und ja, seitdem finde ich das, bin ich so Fan davon geworden, dass ich es liebe, wenn wir Ausdruckstänzer irgendwie haben in Musikvideos. Ich will nie wieder alleine sein, nimm mich mit. Du hast was Magisches an dir, was keiner sieht. Okay, das war cool irgendwie. Ich habe jetzt expected, dass der Beat wieder einsetzt, dass es wieder lauter wird, aber jetzt kommt was Ruhiges und das hat mir gefallen. Schwierig. Davor, diese ruhigen Parts von ihr fand ich gerade nicht so nice. Ich bin auch ein bisschen kompliziert vielleicht. Aber auch hier wieder ihre Stimme ist einfach so unique. Fühlt sich unglaublich an, weil es krass. Niemand anders wie dich gibt. Du hast was Magisches an dir, was keiner sieht. Ein Zauber, der dich jederzeit umgeht. Wie einfach war, dass man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an, weil es niemand anders wie dich gibt. Ich finde, man sieht bei ihr auch krass anhand der Musikvideos, wie wirklich die Kunst im Vordergrund steht. Mit den Tänzern, mit den verschiedenen Outfits, mit den Locations, mit dem, wie sie sich jetzt hier bewegt, auch selbst ein bisschen zu der Musik. Es ist irgendwie so stimmig alles in allem. Das hört sich auch so schön im Kopf an. Wie ein Parfum, das man nicht kaufen kann. Fühlt sich unglaublich an. Voll schön. Krass. Für alle Fußballfans, der eine Tänzer sieht ein bisschen aus wie Nevin Subotic. Ganz bisschen. Okay, ey, Friends, ich würde sagen, das war's. Mit Lea und Parfüm, wie sie selbst ja gesagt hat. Unfassbar schönes Musikvideo, also wirklich mit das schönste Musikvideo seit langem, was ich gesehen habe in Sachen, also wenn man jetzt so die Kunst betrachtet an sich. Wir hatten eine coole Location in der Kirche, sag ich mal, mit dem Waldboden. Dann aber auch, wie sie da oben an der Barrikade stand, wo die anderen Tänzer noch immer vorbeigezischt sind. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich fand die Tanzaufnahmen schön. Ich fand aber auch die Aufnahmen schön, wo wir eine Nahaufnahme von Lea hatten und wie sie einfach in die Ferne so glasig geguckt hat und weitergesungen hat. Das zeigt eben, dass sie viel Wert darauf legt, wie das Musikvideo auf einen wirkt, weil das war für die Wirkung, glaube ich, krass. Hier und da war der Song für mich ein bisschen zu ruhig, natürlich soll das der Song auch sein, aber ich mag halt so schnellere, knackigere Songs ein bisschen lieber. Deswegen das für mich das Einzige, was mir subjektiv vielleicht nicht so gut gefallen hat, was den Song jetzt obviously nicht schlechter macht in irgendeiner Form. Ja, aber ansonsten, ich bin sehr zufrieden, Mann. Ihre Stimme ist unfassbar krass, wie unique die ist, wie sie einsetzen kann, dass sie in bestimmten Situationen ein bisschen bricht oder ein bisschen knackt. Ist unfassbar krass, der Skill, den sie da hat. Und ich habe auf jeden Fall Bock, mehr von ihr zu hören. Wir haben noch ein paar Songs, die wir nachholen könnten, aber gerne auch von anderen Künstlern und Künstlerinnen. Schreibt mir da gerne ein paar Vorschläge in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder, 6 Uhr morgens natürlich, mit der nächsten Bad Moms J-Reaction. Hat einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer, und ciao.